Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich hoffe, ihr habt alle einen richtig schönen Tag, denn ich habe auch einen richtig schönen Tag heute, weil heute ist wieder ein Paket angekommen und ich liebe es, wenn Pakete ankommen. Das macht mich immer richtig glücklich und deswegen freue ich mich heute richtig auf dieses Paket. Also heute werden wir das wie immer zusammen unboxen und ich werde euch dann auch ein bisschen über das Produkt erzählen. Und genau, also heute ist so ein bisschen so ein Back-to-School-Video. Nicht wirklich, also es ist jetzt nicht irgendeine Vorbereitung oder so, aber ja, bisschen back to school auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich euch zeigen, also werde ich euch einen kleinen Haul geben zu den Sachen, die ich in Paris gekauft habe, weil ich war ja vor 2 Wochen, glaube ich, in Paris mit meiner Mama und da haben wir ein paar Sachen gekauft. Irgendwie hat sich das mehr angefühlt, also dass ich mehr gekauft habe, aber ich habe wenig gekauft, aber es war teuer, weil natürlich Paris ist teuer und so. Aber ich werde euch dann auf jeden Fall gleich die Sachen zeigen. Aber vorher unboxen wir noch dieses Paket. Das passt auf jeden Fall auch so ein bisschen back to school, würde ich sagen. Also ich werde das auf jeden Fall für Back to School benutzen. Und das wurde mir von der Marke oder von der Firma ZK Creation geschickt. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr mir das zugeschickt habt. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, das zu unboxen. Tada! Okay, die Verpackung sieht auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Ich bin jetzt ein bisschen näher gekommen. Und so sieht auch schon die Verpackung aus. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Also wie man hier jetzt schon sehen kann, das ist eine Smartwatch. Und genau, also so ein Fitness-Tracker. Aber das kann man auch für ganz verschiedene Sachen benutzen. Und genau. Okay, hier kann man auf jeden Fall schon mal sehen, was man hier alles mit der Smartwatch machen kann. Heart Rate Monitor. Also man kann zum Beispiel den Blutdruck damit messen oder auch seinen Puls. Und ich finde das richtig cool, weil ich finde, das macht einfach richtig Spaß. Sowas halt, was man halt mit dem Herz alles messen kann. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also auf jeden Fall weiß ich, dass man damit den Blutdruck und den Puls messen kann. Das hat sogar einen Wecker. Camera Control. Also entweder kann man damit Bilder machen oder vielleicht so vom Handy aus. Weil man kann das auf, man kann die Uhr, glaube ich, mit seinem Handy verbinden. Also es geht mit iOS, also mit Apple-Handys und mit Android-Handys. Und genau, also wahrscheinlich kann man dann vielleicht die Bilder so vom Handy oder sowas drauf machen auf die Smartwatch. Und ich glaube, man kann auch den Hintergrund davon ändern. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Das werde ich auch machen. Und dann Sleep Monitor. Also ich weiß jetzt nicht genau, was bedeutet. Auf jeden Fall irgendwas mit dem Schlaf. Also wir machen das jetzt mal auf. Das sieht richtig süß aus. Also wir haben hier eine Karte. Okay, also hier steht immer da hinten was drauf. Und hier hinten ist so ein QR-Code. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den zeigen kann. Ich weiß nicht genau, wofür das ist. Aber das ist auf jeden Fall sehr süß. Das ist so eine kleine Dankeskarte. Und dann sieht das so von innen aus. Einmal in Englisch und in Deutsch. Und hier nochmal in Französisch und Italienisch, glaube ich. Ja. Und ich finde das richtig süß, dass es so in so Katzen... Ohrenform ist hier. Ich werde mir gleich die Anleitung durchlesen, aber wir gucken uns das jetzt erstmal weiter an. Dann hier ist nochmal so eine Anleitung. Und hier ist die Uhr und hier ist der, das Aufladekabel. So. Und hier ist die Uhr. Okay, sieht auf jeden Fall super schön aus. Ich mag auch die Farbe. Man kann sich auch, glaube ich, die Farbe aussuchen. Ich habe rosa. Und so sieht die dann angezogen aus. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, man kann auch mit der Smartwatch Anrufe annehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob man auch Anrufe, also ob man Leute damit anrufen kann, aber man kann auf jeden Fall Anrufe damit annehmen, glaube ich. Guck mal, das kommt hier richtig cool auch noch mit solchen, also das sind 2 Stück, einmal hier und das hier. Das sind, glaube ich, sowas wie halt Schutzfolien für zum Beispiel das Handy oder das iPad. Und hier in dem Fall halt für die, hier in dem Fall für die Smartwatch. Und ich finde das richtig cool. Hier oben gibt es so 2 Knöpfe. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher der An-Knopf ist. Also ich drücke jetzt mal beide. Oh Gott, wie cool. Okay, jetzt ist die auf jeden Fall an. Hier ist noch so eine Folie drauf, die ziehen wir jetzt ab. Und jetzt haben wir hier, müssen wir das jetzt einstellen, welche Sprache wir wollen. Also ich habe jetzt die App auf meinem Handy und jetzt muss ich den QR-Code scannen. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall alles gut auf der App sehen. Wenn man die anschaltet, ist hier als erstes diese Uhr. Und ich finde das mega cool. Und jetzt kann man so swipen. Okay, hier kann man Nachrichten empfangen. Man kann auch zum Beispiel, man kann das auch so einstellen, dass wenn ich eine Nachricht an mein Handy bekomme, dass sie dann auch hier
hingesendet wird. Habe ich jetzt noch nicht so eingestellt. Ah, okay. Und hier ist dann so Einstellung und sowas. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis ich mich so zurechtgefunden habe mit der Uhr. Und ich werde jetzt mal umbinden. Und so sieht das jetzt aus. Richtig cool. Hier haben wir jetzt nochmal sowas. Hier haben wir, glaube ich, so Apps und sowas, oder? Das ist auf jeden Fall cool. Ah, und dann kann man hier so auf die Knöpfe drücken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne mich nicht so gut mit Sport aus. Aber auf jeden Fall kann man hier seine verschiedenen Aktivitäten, zum Beispiel Reiten oder ich glaube auch fürs Gym zum Beispiel ist das ganz gut. Ich glaube Fahrradfahren, Hockey, Tanzen, Rugby, also richtig viel. Volleyball, Basketball, Fußball und so. Und das kann man dann alles, glaube ich, hier tracken. Und für Schwimmen, also ich glaube, die ist dann wahrscheinlich vielleicht wasserfest, wasserdicht. Also auch für Karate und sowas. Hier sind über 100 Sportarten. Kann man hier seinen Wecker zum Beispiel einstellen. Und natürlich kann man auch mit dieser Uhr schlafen. Die kann auch den Schlaf so tracken. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, das ist richtig cool. Und zwar hat die auch einen Schrittzähler. Also das ist so ein Schrittzähler. Und dann, ja, also sie zählt dann deine Schritte, die du am Tag machst. Und halt Herzfrequenz oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool, weil ich liebe es auch so, immer zu gucken, wie viele Schritte ich am Tag gegangen bin. Und ja, also es gibt hier wirklich richtig, richtig viel, was man mit dieser Uhr machen kann. Ich weiß jetzt noch nicht genau alle Funktionen, aber ich werde das bald herausfinden. Also ich liebe die Uhr auf jeden Fall. Also wenn ihr diese Uhr auch haben wollt, dann könnt ihr gerne mal in meine Infobox vorbeigucken. Da habe ich euch den Link verlinkt. Und dann kommt ihr zu Amazon, also zu dem halt. Und dann könnt ihr die bestellen, wenn ihr wollt. Und ja, die ist richtig cool. Vor allen Dingen auch für Leute, die sehr viel Sport treiben. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit dem Haul. Also hier haben wir das erste Outfit. Das habe ich aber tatsächlich nicht in Paris gekauft, sondern das habe ich bei Shein gekauft oder bestellt. Also ich hatte ein paar Sachen bei Shein bestellt, bevor ich nach Paris geflogen bin. Die hatte ich extra für Paris bestellt, damit ich die in Paris anziehen konnte. Aber die sind leider erst, nachdem ich in Paris war, angekommen. Und deswegen, ja, deswegen habe ich ein paar wieder zurückgeschickt. Deswegen ist das hier das Einzige, was ich von Shein behalten habe. Also erstmal diese Hose. Ich liebe diese Hose. Und das ist dann noch mit diesem passenden Oberteil. Ich habe das extra gekauft, so für den Frühling. Eigentlich schlafe ich immer mit T-Shirt, aber manchmal wird es auch ein bisschen kalt. Und dann finde ich, ist das ganz gut, wenn ich so einen Langarm habe. Ich liebe das auf jeden Fall. Es sieht richtig schön aus. Ich wollte auf jeden Fall einfach irgendwas, was eine lange Hose hat und dann noch ein langes Oberteil. Ich finde das richtig süß hier mit den Streifen. Es gibt mir ein bisschen Victoria's Secret Vibes. Also ich liebe das auf jeden Fall. Das ist super bequem und richtig gut zum Schlafen und auch zum Chillen. Also die Hose auf jeden Fall. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Outfit. Dann als nächstes, also das ist jetzt, was ich in Paris gekauft habe. Und zwar habe ich da ein bisschen nach was geguckt, also mich umgeguckt, was ich anziehen könnte, um wieder nach Deutschland zu fliegen. Weil ich hatte halt nur ein Outfit, um von Deutschland nach Paris zu fliegen, aber nicht andersrum. Deswegen, ja, und dann habe ich das hier gefunden. Das ist von, das ist beides von Zara. Das Top, das ist ein Body und ich liebe den, der ist so bequem. Das hat so einen richtig bequemen Stoff. Und hier rutscht mir das ein bisschen runter, aber das ist nicht so, so schlimm. Genau, und hier hat das hier so einen gekrempelten Effekt, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall richtig schön. So sieht das von hinten aus und huch. Und ja, ich liebe es auf jeden Fall. Und dann habe ich hier einfach noch so eine passende Hose dazu gefunden. Das ist so eine Leinenhose, ich weiß nicht, ob man das so sagt. Genau, ich möchte so eine auch gerne für den Sommer in Weiß haben. Und jetzt habe ich das in so einem richtig schönen Blau gekauft. Die ist mir sowas von zu lang, also wirklich. Ich habe einfach vergessen, mein Mikrofon zu benutzen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so, so schlimm. Was ich auch vergessen habe zu sagen am Anfang des Videos, ist, dass das ist ein bisschen so ein Back-to-School-Frühlingshaul. Und genau, das ist jetzt eher mehr sommerlich. Aber ich finde, das kann man auch so an einem warmen Frühlingstag anziehen mit einer Jacke noch drum. Ich liebe das Outfit. Es sieht so schön aus und es ist so bequem. Also, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Outfit. Und kommen wir auf jeden Fall auch schon zum letzten Outfit. Dieses Outfit liebe ich auch. Eigentlich ist das auch so ein bisschen mein Lieblingsoutfit. Und das ist irgendwie richtig basic, aber auch gleichzeitig richtig so, wisst ihr, so. Und das ist beides auch von Zara. Also, wir haben eigentlich nur bei Zara eingekauft. Weil wir haben eigentlich schon alles da gefunden, was wir haben wollten. Und wir haben irgendwie kein H&M gefunden. Und deswegen, ja, haben wir nur bei Zara was gekauft. Und genau, also erstmal
diese wunderschöne Jeans. Ich habe mich jetzt kurz auf meinen Stuhl gestellt. Das hat hier keinen Reißverschluss, sondern Knöpfe und ich habe das gerade nicht zugekommen, aber ist nicht so schlimm. Und ja, ich habe mich jetzt auf meinen Stuhl gestellt, weil ich wollte euch die einfach kurz so einem Freund zeigen. Und genau, also die ist mir hier auf jeden Fall wieder zu lang. Irgendwie macht Zara deren Hosen richtig lang, aber das ist nicht so schlimm. Das kann man krempeln oder halt zum Schneider geben. Ich liebe diese Jeans, die ist so schön. Und jetzt kommen wir zu dem Top. Das ist auch wunderschön. Also erstmal hier, das ist normal. Und Leute, haltet euch fest. Der Rücken ist so schön. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gebunden habe. Es gibt dem Outfit einfach nochmal so ein bisschen Pep. Und genau, und so sieht die Jeans von hinten aus. Ganz normal, hat hier auch zwei Taschen. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall war es mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr, dann liked dieses Video gerne und abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos und aktiviert die Glocke, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab ich lieb.